Martin Körner ist seit 2014 Chef der SPD-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat. Der 49-Jährige möchte noch mehr Verantwortung übernehmen und tritt als Kandidat zur OB-Wahl im November an. Und jetzt ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Martin Körner. Hallo. Guten Tag, Herr Rau. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind der offizielle Kandidat der SPD jetzt für die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Angesichts des nicht so guten Abschneidens bei der Kommunalwahl jetzt im vergangenen Jahr, wie groß ist Ihre Zuversicht, wie groß ist Ihr Selbstvertrauen, dass Sie sagen, ja, ich werde der neue OB in Stuttgart? Ich bin sehr zuversichtlich, weil es bei der Oberbürgermeisterwahl ja um eine Wahl von Menschen, von Personen geht, mit ganz unterschiedlichen Profilen. Die Parteizugehörigkeit ist wichtig, überhaupt keine Frage, aber es geht vor allem darum, was der Mann und die Frau mitbringen für dieses Amt. Und ich fühle mich gut vorbereitet und möchte das einbringen, was ich zu bieten habe. Gute Erfahrung im Wirtschaftsbereich, im Verwaltungsbereich, kommunalpolitische Erfahrung und auch Freude daran, mit den Menschen die Stadt Stuttgart zu gestalten. Dann gehen wir mal auf Ihr Kernthema ein, kurz und kompakt. Ja, mit welchem Thema wollen Sie jetzt im OB-Wahlkampf punkten? Na, ganz grundsätzlich geht es darum, die richtigen Antworten für die nächsten 10, 20 Jahre für Stuttgart zu finden. Wie soll Stuttgart im Jahr 2040 aussehen? Und da haben wir große Aufgaben vor uns. Unser Wohlstandsmodell, vor allem die Automobilwirtschaft, wird sich neu aufstellen müssen. Da müssen wir wirtschaftspolitisch deutlich mehr tun als in der Vergangenheit. Wir werden noch stärker darauf achten müssen, dass die Stadt auch ein bisschen zusammenhält, weil sie sicherlich noch bunter und noch vielfältiger werden wird. Und da auch dafür zu sorgen, dass wir in der Vielfalt dennoch eine Stadt sind, wird eine große Herausforderung sein. Und natürlich mit das Wichtigste ist, dass sich normale Leute hier auch überhaupt noch das Leben leisten können, zum Beispiel die Wohnung, aber auch Mobilität. Das sind die wichtigen Themen der nächsten 10, 20 Jahre. Dann gehen wir da gleich mal drauf ein. Die Landeshauptstadt ist ja für Studenten weniger attraktiv geworden, auch weil die Wohnungspreise, die Mietpreise so extrem hoch sind. Inwiefern könnten Sie da als OB überhaupt gegensteuern? Naja, also im Wohnungsbau kann eine Stadt schon eine ganze Menge machen. Wir sind nach wie vor bei den fertiggestellten Wohnungen eine der Städte in Deutschland, die mit am wenigsten neue Wohnungen auf die Baustelle bringen. Und da möchte ich auch mit neuen Organisationsstrukturen in der Stadt gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen, zum Beispiel den Wohnungsbaugenossenschaften, dafür sorgen, dass wir deutlich mehr Wohnungen in Stuttgart bauen. Und dann geht es darum, dass diese neu gebauten Wohnungen auch bezahlbar sind. Und da wird die Stadt zum Beispiel, wenn es um den Ankauf von Grundstücken geht, eine sehr viel aktivere Rolle spielen müssen in den nächsten Jahren, sehr viel mehr Bodenvorratspolitik betreiben, damit die Grundstückspreise nicht ins Unermessliche steigen, sondern wir über eine gute Grundstückspolitik auch preiswerte Mieten garantieren können. Sie sind seit 2014 Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, das heißt, Sie kennen sich aus im Rathaus. Auf was sind Sie denn besonders stolz, was Sie in der Zeit seitdem miterreicht haben? Also besonders stolz bin ich jetzt ganz frisch sozusagen aus den Haushaltsberatungen im Dezember, dass wir das 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, für Azubis, für Meisterschülerinnen und Meisterschüler auf den Weg gebracht haben und für Studierende, Sie haben sie angesprochen, vereinbart haben, dass wir mit dem Studentenwerk, dem Studierendenwerk und der VVS Gespräche führen wollen, damit auch für diese Gruppe dieses attraktive Ticketangebot kommt. Jahrespreis, also jeden Tag für 1 Euro Bus und Bahn fahren, im ganzen Verbundgebiet, wichtig, nicht nur in Stuttgart. Darauf bin ich stolz. Und das Zweite, was mir auch unter sozialen Gesichtspunkten sehr wichtig war, war, dass wir eine Mehrheit organisiert haben für einen Mietpreisstopp bei der SWSG. Da geht es immerhin um 40.000 Mieterinnen und Mieter. Häufig Männer und Frauen, Familien, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Und für die war das schon wichtig, dass wir jetzt mal 6 Jahre keine Mieten erhöhen. Und das war auch ein großer Erfolg. Sie gelten als sehr bürgernah, Sie kommen mit den Menschen ins Gespräch. Inwiefern würden Sie als OB auch neue Wege in der Bürgerbeteiligung eingehen wollen? Wir haben ja heute auf dem Papier bereits viele Bürgerbeteiligungsprojekte. Die laufen auch zum Teil sehr gut, aber sie haben häufig den Nachteil, dass wir nur die, jetzt sage ich mal, üblichen Verdächtigen erreichen, die Zeit haben, auch häufig ältere Leute, die auch wichtig sind für den Zusammenhalt in der Stadt. Aber manche Gruppen erreichen wir kaum. Nennen wir mal Familien mit Kindern, häufig auch im Übrigen Migranten.
die aber schon seit Jahrzehnten in Stuttgart leben. Und da möchte ich mit neuen Wegen versuchen, auch diese Gruppen zu erreichen, zum Beispiel durch eine aufsuchende Bürgerbeteiligung, also zu den Leuten gehen. Das können professionelle Unternehmen sein, die so etwas machen. Das kann aber auch mal der Oberbürgermeister selbst sein, der Hausbesuche macht. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns nicht nur im Rathaus tummeln und nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Außenbezirken. Und das sind so ein paar neue Wege, die ich da gehen möchte, ja. Also der Kontakt soll mit dem Wahlkampf dann nicht aufhören zu den Bürgern? Nein, ich meine, das wird natürlich auch im Wahlkampf stattfinden, aber meine Vorstellung ist eben die, dass auch ein Oberbürgermeister in regelmäßigen Abständen vor Ort ist und nicht nur bei Einwohnerversammlungen, sondern auch im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir haben ja eine enorme Zunahme der Kommunikation in der virtuellen Welt, in den sozialen Medien, auf Insta, auf Facebook. Das ist alles wichtig. Aber ich glaube, es ersetzt niemals das Gespräch von Angesicht zu Angesicht und das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber Sie sind auch auf Instagram aktiv? Ich bin auch auf Instagram aktiv, ja. Die Grünen sind in Stuttgart derzeit das Maß aller Dinge und Sie stellen jetzt mit Veronika Kienzle eine Kandidatin auf, die sich besonders in Stuttgart-Mitte bestens auskennt. Wie schwer wird es werden, den Höhenflug der Grünen zu unterbinden jetzt im Wahlkampf? Da gilt auch ein bisschen das, was ich zu Beginn schon gesagt habe. Ich glaube, dass es bei einer Oberbürgermeisterwahl sehr viel mehr als bei allen anderen Wahlen wirklich um die Menschen geht, die da kandidieren, um die Frau, um den Mann und um das, was diese als Mensch auch mitzubringen haben. Und deswegen glaube ich, dass die Parteizugehörigkeit eine geringere Rolle spielt. Hinzu kommt, dass ich mir ja vorgenommen habe, auch parteiübergreifend Unterstützung zu gewinnen. Und da bin ich auch nach wie vor optimistisch. Ich finde, das ist wichtig, dass ein Oberbürgermeister die ganze Stadt im Blick hat und nicht nur einzelne Milieus. Ich glaube, das ist das Entscheidende auch bei der Oberbürgermeisterwahl. Bei der vergangenen Kommunalwahl haben Sie sehr aggressiv gegen den OB, den noch amtierenden OB Fritz Kuhn plakatiert. Werden Sie das jetzt in diesem Wahlkampf wiederholen? Das war ja ein Wahlkampf der Stuttgarter SPD. Sie haben ihn korrekt beschrieben. Das wird mit Sicherheit nicht im Herbst diesen Jahres so stattfinden. Mir geht es wirklich ernsthaft darum, auch gegen manche Spaltung in der Gesellschaft, die es heute gibt, zu arbeiten und eher zusammenzuführen. Ich glaube, das ist wichtig auch für die nächsten Jahre in so einer bunten Stadt wie Stuttgart. Und es ist überhaupt wichtig, weil eine menschliche Stadtgesellschaft, wo wir anständig miteinander umgehen, respektvoll, wo die Stärkeren auch ein bisschen die Schwächeren unterstützen, das ist letztens der Kern, um den es bei der Politik auch geht. Und in der Kommunalpolitik ist das auch ganz gut sozusagen bearbeitbar, weil man da näher bei den Menschen ist. Und so verstehe ich auch den Wahlkampf. Würden Sie rückblickend sagen, jetzt nach einem knappen Jahr, war es ein Fehler, diese Plakataktion für die Stuttgarter SPD? Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so mein Thema. Es geht jetzt um die Oberbürgermeisterwahl und nicht um den Wahlkampf der Stuttgarter SPD bei der Kommunalwahl. Dann bleiben wir bei der OB-Wahl und sprechen über Ihren Mitkandidaten Marian Schreier, ein junges SPD-Mitglied, was eben auch mit antreten wollte. Und er hat ja bemängelt, dass er nie eine faire Chance erhalten habe, gegen Sie anzutreten. Was ist da dran? Ich finde, dass es diese faire Chance gegeben hat. Ich zumindest war da Mitte Januar, um mich den Mitgliedern vorzustellen und hatte bis zu dem Tag gedacht, dass auch er kommt, um sich vorzustellen. Wir hätten einen guten demokratischen Wettbewerb austragen können, hatten uns dafür ja auch gemeinsam 3 Wochen Zeit genommen. Er ist dann kurzfristig abgesprungen, was ich sehr bedauere, aber das ist jetzt, wie es ist. Viel mehr kann ich da auch momentan nicht zu sagen. Jetzt treten Sie beide mit einem SPD-nahen Hintergrund zumindest an und die Angst davor, dass es am Ende vielleicht jetzt doch auf ein Duell zwischen Frank Nopper von der CDU und Veronika Kienzle hinausläuft von den Grünen, die ist ja teilweise bei den Bürgern jetzt schon da, die vielleicht die SPD favorisieren. Inwiefern nehmen Sie sich jetzt gegenseitig die Stimmen weg? Ich glaube nicht, dass da jetzt die Parteizugehörigkeit so eine wahnsinnig große Rolle spielen wird bei den Wählerinnen und Wählern. Die Kandidatinnen und Kandidaten, die da ins Rennen gehen, treten an mit den Stärken, die sie haben.
Ich habe meine Stärken, die ich versuche einzubringen, und dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler, glaube ich, und nicht sozusagen mit der Lupe, wer ist da jetzt mit welcher Parteizugehörigkeit unterwegs. Dann wollen wir Sie jetzt noch zum Ende ein wenig persönlicher kennenlernen und haben ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die wir vielleicht aus dem Fragenhagel von Stöcke TV trifft kennen. Und ich würde jetzt einfach mal starten. Wie gesagt, Entweder-Oder, Sie dürfen sich immer für eine der beiden Optionen entscheiden. Wir legen los mit der ersten. Opa oder VfB? Boah. VfB. Five Guys oder Café Le Théâtre? Café Le Théâtre. Ihre Rathausvorliebe, lieber gemütlich mit dem Paternoster fahren oder doch schneller mit dem Aufzug unterwegs sein? Gemütlich mit dem Paternoster fahren. Wo schauen Sie lieber auf die Stadt, Eugensplatz oder Karlshöhe? Eindeutig Eugensplatz. Und zum Abschluss noch Kienzle oder Nopper? Das ist jetzt eine fiese Frage. Ja, ich kenne sie beide und kann mit beiden gut. Alles klar, lassen wir mal so gelten. Und das war es auch schon mit unserem Interview mit Martin Körner. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis bald bei Stöcke TV.